Hallo, ich bin es Steven vom SupportNet und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Bildpasswort in Windows 8 einrichten könnt. Das heißt, ihr müsst am Windows-Start nicht mehr euer Kennwort eingeben, sondern nur noch eine Markierung am Bild vervollständigen. Dazu gehen wir jetzt in die Einstellungen, runter, hoch, Einstellungen und auf weitere Einstellungen. Dann gehen wir links auf Benutzer. Meine heißt jetzt Windows 8. Und dann gehen wir auf Bildcode erstellen. Jetzt fragt uns erst nach unserem üblichen Kennwort. Das müssen wir hier einmal eingeben. Hat er angenommen. Und jetzt wählen wir ein Bild aus. So, dieses Bild muss auch in eurer Bibliothek drin liegen, damit ihr das hier gleich sehen könnt. So, wählen wir das aus, sagen Öffnen. Hier sehen wir das mal ganz groß und wir sagen, jawohl, dieses Bild verwenden. Jetzt möchte er, dass wir drei Markierungen machen. Dazu müssen wir immer die linke Maustaste gedrückt halten. Also wir machen jetzt hier zum Beispiel einmal die linke Maustaste drücken, gedrückt halten und fahren einen Kreis. Dann machen wir hier eine Linie rein und von der anderen Seite so nochmal. Gut, jetzt möchte er, dass wir die drei Sachen nochmal wiederholen zum Sichergehen. So, einmal rum. Linie. Linie. Und das war's. Jetzt sagt er herzlichen Glückwunsch, alles funktioniert und fertigstellen. Wir sehen jetzt, dadurch, dass jetzt hier entfernen steht, dass der Bildcode angenommen wurde. Wir können jetzt natürlich ganz normal wieder rauslöschen, wenn wir möchten. Gut, jetzt gehen wir mal zurück. Und das war's auch schon wieder. Viel Spaß beim Ausprobieren.